Im Garten, ja, sind die schon gerade völlig. Okay. Okay. So. Super. Guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 14.07.2019. Ich mache mich gerade auf den Weg. Ich habe hier in diesem Kloster übernachtet. Und ja, es ist schon 9:30. Ja, eigentlich wollte ich früher starten, aber ja, kann man nichts machen. Ich habe etwas länger gefrühstückt, mit dem Typen, der das Kloster in Schuss hält, geredet und auch mit einer Frau, die auch im Kloster übernachtet hat. Sie ist aber keine Pilgerin, also nicht auf dem Weg. Ich war ein bisschen schockiert, als der Mensch mir dann gesagt hat, 45 Franken für die Übernachtung. Aber ja, heute haben wir ein bisschen geredet. Das Kloster ist im Prinzip geschlossen und die Menschen von Appenzell halten es in Schuss und ja, vermieten es an Pilger und an Menschen. Und ja, die haben halt kein Geld, aber wie auch immer, ich meine, es ist trotzdem viel billiger als alles andere. Was interessant ist, Appenzell ist das kleinste Kanton in der Schweiz, ich glaube 16.000 Einwohner. Und ja, im 15. Jahrhundert haben sie sich von St. Gallen getrennt, weil ja die Reform und ja evangelische, katholische Kirche hin und her. Und ja, da haben sie sich halt getrennt. Ja, interessante Historie. Wir haben dann ein bisschen darüber geredet. Und ja, ich muss auch sagen, ich tue mir recht schwer mit dem Schweizerdeutsch. Ich habe den Eindruck, dass sie mich verstehen, aber ich bin halt, ja, wenn sie wirklich Hochdeutsch reden, dann geht's, aber wenn sie dann in den Akzent reinrutschen, dann hört's halt auf. Aber ja, trotzdem sehr nette und interessante Leute und mir geht's eigentlich ganz gut, was eigentlich komisch ist für den zweiten Tag. Ich meine, ich habe Muskelkater, aber nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und ja, der Rücken fühlt sich auch gut an. Ja, ich befürchte, ich muss da auch über den Hügel, weil steht ja auch im Pilgerführer, dass heute noch mehr Höhenmeter sind als gestern. Wird sicher ganz lustig. Mir fällt gerade ein, wir haben da noch geredet über diese Rivalität zwischen Evangelischen und Katholiken und dass, als er jung war, es undenkbar war, dass die zwei irgendwie, dass er ein Katholik und sie eine Evangelische, dass sie heiraten, das war unmöglich und keine Ahnung, ein Skandal. Und ich habe mir halt gedacht, mit meinem Balkan-Background, das ist halt nur bei uns, dass halt die Katholiken, die Orthodoxen und die Muslime Probleme haben, aber anscheinend ist das ein Problem, das überall stattgefunden hat und ja, hier und da noch stattfindet. Wunderschön. Gestern bin ich gar nicht dazu gekommen, zu schwärmen von dem Aufstieg, aber ja, toll. Bin gerade in dieser kleinen Ortschaft angekommen, bin an einer Bäckerei vorbeigegangen und habe mir so ein Apfelstrudel-Dings gekauft. In der Kirche nehme ich einen Stempel und dann geht's weiter.
Ich gehe gerade diesen Barfußweg entlang, halt speziell, keine Ahnung warum, aber ja. Aber fühlt sich gut an. Es massiert die Füße, kühlt ein wenig und ja, ist auch eine gute Abwechslung. Gehen wir's an. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Ey, jo, jo, jo. Ja. Kohle? Jo, bissl was Weiches. Sand, ja, geht so. Nicht schlecht, der Grill. Probierliga. Genug barfuß laufen. Jetzt geht's so, wie mir scheint, durch den Wald. Und ja, das Ziel für heute ist St. Peterzell. Das sollte im Prinzip nicht mehr weit sein. Aber sie haben jetzt Regen angesagt und Gewitter. Und deshalb möchte ich da doch recht schnell ankommen. Weil auch, ich muss ja wieder eine Unterkunft finden. Ich habe noch immer keine SIM-Karte gefunden. Das sind alles kleine Ortschaften hier. Ja, wird ein bisschen mühsam, das Abklappern. Aber ja. Als ob man auf einer Postkarte spazieren geht. Wenn ich dann höre, fahren wir aufs Meer. Beim Wandern ist nicht so wie im echten Leben, dass man keinen Hunger hat, dann wenig hungrig ist, viel hungrig, todhungrig ist, sondern ich habe keinen Hunger und ich bin todhungrig. Und wenn es sich nicht zeitgerecht hinsetzt zum Essen, tut dir gleich alles weh und ja, die Energie geht flöten und alles ist scheiße. Und ja, jetzt habe ich es übertrieben, ich wollte nicht da Pause machen, da ist keine Bank, bla bla bla, und jetzt ja, habe ich es übertrieben. Was soll ich sagen? Die ganze Energie, die ich bekommen habe, ist jetzt wieder weg. Ja, ich bin jetzt da von ganz unten wieder rauf, wieder ein hoher Anstieg und ja, es wird nicht besser, es geht im Gegensatz, es geht noch weiter rauf. Ich bin gerade aus dem Wald raus und ja, fix und fertig, weil der Weg war nicht wirklich gut gekennzeichnet. Im Prinzip war er gar nicht gekennzeichnet. Wahrscheinlich habe ich mich auch verloren und bin irgendwo mal dumm gelaufen. Aber ja, ganz, ganz anstrengend. Aber irgendwie habe ich das halt geschafft und bin halt raus. Und auf einmal war ich in einer Kuhweide,
mit vielen Kühen. Und ja, ich musste halt durchgehen, habe ich halt am Ende halt auch gemacht. Und ja, und vor diesem Eingang oder wie auch immer, dem Tor, stand halt eine Kuh und die hat sich halt nicht wegbewegt und ich bin halt langsam zu ihr hin. Und je näher ich der gekommen bin, ist von der linken Seite eine andere Kuh näher auf mich los. Und immer schneller und immer schneller. Und ich bin dann auch immer schneller geworden. Und dann hat es halt angefangen zu galoppieren und ich bin dann halt auch voll halt gelaufen und halt hab's noch gerade geschafft und mit dem Rucksack zack über das Tor gesprungen. Und ja, lustig. Ich habe gedacht, ich bin tot, ich kann nicht mehr, aber wenn dich eine Kuh jagt, dann kommen neue Energien zum Vorschein. Aber eines verstehe ich nicht. Es steht Appenzell bis St. Peterzell ungefähr 25 Kilometer. Das sind 6-7 Stunden Gehzeit. Und ich bin jetzt ungefähr 7 Stunden unterwegs. Und ja, laut einem Zeichen, Wegweiser, habe ich noch, keine Ahnung, eine Stunde vor mir. Und ich verstehe es nicht, weil gestern bin ich im Prinzip mehr gegangen, aber in weniger Zeit. Und so langsam war ich heute jetzt auch nicht. Viel Pausen habe ich auch nicht gemacht. Wahrscheinlich habe ich mich verlaufen gehabt oben, keine Ahnung, irgendwas stimmt nicht. Aber ja, mal schauen. Jo, ich habe jetzt ein Zimmer gefunden bei einer Oma und ja, ich verstehe sie ganz schlecht, aber irgendwie haben wir sich, ja, konnten wir sich verständigen. Ich bin in Schönengrund, ich habe es gar nicht nach St. Peterzell geschafft, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich habe jetzt geschaut, eigentlich sollten es nur 6,5 Stunden sein und ich bin mittlerweile 8 Stunden unterwegs gewesen und habe es halt nicht nach St. Peterzell geschafft. Irgendwo muss ich mich ja verlaufen haben. Aber sonst geht es mir gut, ich bin sehr müde, aber es war ein schöner Tag und jetzt gehe ich duschen, was essen und dann schlafen. Also ich glaube, hier leben Hobbits. Schau. Zweimal angehaut. Einmal angehaut. Einmal angehaut. Aber die Oma ist cool. Jetzt hat sie mir ein Abendessen improvisiert. Reis mit Eiern. Also Reis und dann einfach die Eier draufgehaut. Und ein bisschen Salat und auch ein Bier. Ja, das Bier war gut. Und ich habe es halt erzählt, dass ich halt den Jakobsweg gehe und dann hat sie halt gemeint, ihre Enkelin ist, glaube ich, vor ein paar Jahren zu Fuß von der Schweiz nach Jerusalem gegangen. Vor 2 Jahren ist sie dann zu Fuß nach Rom. Also nicht schlecht. Also, pff, ja.